Leute, was geht? Herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf dem Kanal der Tiefgarage. Nee, warte mal. Das ist ja ein Werbevideo für den MSC Calw. Wir müssen das ja erleben. Moment. Hallo. Ich begrüße Sie recht herzlich zu diesem neuen Video auf diesem Kanal. Nee. Machen wir auch nicht, ich mache das so, wie ich das immer mache. Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video der Tiefgarage und herzlich willkommen zum Road to Rally Calw Teil 2. Denn heute geht's los. Das Rallye-Wochenende der 39. Gerhard mit der Gedächtnisrallye von MSC Calw. Selbst früher morgen. Ich bin unterwegs durch die schöne, schwarzwäldliche Natur, möchte ich fast sagen. Oh ja, wir sind jetzt gerade unterwegs oder auf dem Weg nach Deckenfront. Heute wird alles vorbereitet. Das heißt, heute gibt es nochmal so ein kleines Behind-the-Scenes-Video für euch. Aber heute Abend ist auch die technische Abnahme von den Rallye-Fahrzeugen, die Technical Inspection. Und da bin ich natürlich live dabei. Kann für euch schon mal ein bisschen was filmen. Also, fahren wir weiter. Ne? Bis gleich. Alter, kann man das sehen? Wie geil hier in diesem Tal der Nebel hängt. Könnt ihr das sehen? Ich weiß nicht, ob das auf der Kamera rüberkommt. Aber das sieht so abgefahren aus. Alter! Holy shit! Junge, du bist ja sowas von zu spät. Ich hab Kinder. Was hast du zu deiner Verteidigung zu sagen? Okay, das war die Verteidigung. Ich hab Kinder. Grüß dich, hi. Ich war schon überall beschäftigt mit, kannst du mir das noch geben, kannst du mir das noch geben, ich brauch das noch und da gibt mir noch, was ist die, den Schlüssel der Macht holen, oder nein, kein Stress. In der Wahrheit ist eigentlich, dass du zu spät kommst, aber das hast du ja gut verschleiert. Ich war pünktlich. Von hier unten siehst du gar nicht so schlimm aus, Axel. Ja. Aua. Ich bin Leitern. Moin, Meiche. Hier, ich hab dir was mitgebracht. Geil. Sind Sie mit dem bisherigen Verlauf zufrieden? Nein. Gut. About you, they get worse when I'm without you. Does that mean that I'm going to hell? Or are you thinking them as well? Whoa. When I'm lonely, all the corners of my mind start racing. Things that should be kept in the basement, spend my time trying to erase them. But when you hold me in the fantasy, it's so convincing. I shouldn't think the things I'm thinking. Now I've gone and let them sink in. The more that I push them away, the more that you're stuck in my brain, the more I'm mentally undressed. I confess, I get dirty thoughts about you. They get worse when I'm without you. Does that mean that I'm going to hell? Or are you thinking them as well? So, also soweit ist alles aufgebaut. Die Wertungsprüfungen sind aufgebaut, die ganzen Schilder, Absperrbänder für die Zuschauerplätze haben wir auch fertig gemacht. Und ja, jetzt geht's zur technischen Abnahme. Nicht wundern, ich war den ganzen Tag in der Sonne, ich bin ein bisschen rot. Wir gehen zur technischen Abnahme. So sieht es aus. Hier sind die ganzen Autos jetzt mal aufgereiht und hier gucken wir uns jetzt mal ein bisschen was an. Das Bild für euch. Sexy ass in my heart.
Auch noch technische Abnahme. Hey, Milo, das klingt so cool, wir brauchen das nicht. Naja, das wäre eher eine technische Absage, oder? Technische Abnahme für heute ist jetzt erstmal durch. Es sind noch gar nicht so viele Autos da, aber es trudeln jetzt auch immer noch nach und nach wieder Leute ein. Und morgen früh ist auch nochmal technische Abnahme. Alter, wie Sonnenbrand. Leckt mich am Arsch. Da werde ich aber wahrscheinlich nicht dabei sein. Morgen noch ein bisschen was zu tun. Im Aufbauen und so weiter und so fort. Ja, jetzt hier mein Schlafquartier schon aufgebaut. Quasi im Fahrerlager. Fahrerlager habe ich mich immer mal mit dazu gestellt. Und werde hier heute mal eine Nacht im Bus nochmal mitnehmen. Und ja, ich würde sagen, für heute setze mich hier einen Cut. Falls noch irgendwas Lustiges, Interessantes passieren sollte, zeige ich das auf jeden Fall noch. Aber ich würde sagen, wir sehen uns morgen, wenn es endlich richtig Action gibt. Rampengpau etc. Hier habt ihr in den technischen, bei der technischen Inspektion habt ihr schon gesehen, da ist richtig, richtig Musik. Gerade auch der Kollege, der da steht. Brutal geiler Sound. Und wird es auch gut am Arsch. Esst das noch ein Stück Pizza und dann sehen wir uns morgen. So, guten Morgen am Samstag. Morgen. Wir sind jetzt hier gerade unterwegs. Beziehungsweise bin ich eigentlich schon den ganzen Tag unterwegs irgendwie. War jetzt noch echt viel zu tun, viel durcheinander und ich komme jetzt erst zum Film. Aber es lohnt sich, Freunde, es lohnt sich. Es ist einfach geil, bei sowas teil zu sein. Von MSC Calf bin ja jetzt auch Mitglied dabei und mache wie gesagt aus Media für den MSC. Und es ist einfach geil, es ist ein schönes Feeling dieses Wochenende. Wir fahren jetzt auf jeden Fall hoch zum Axel. Zum Zuschauerpunkt in Holzbronn. Die Fahrer machen jetzt gerade ihre Notizenfahrten, fahren über die Strecke ohne Renntempo hoffentlich und machen ihren Aufschrieb. Und da fahren wir jetzt hin und sammeln ein paar schöne Bilder. Ladies and Gentlemen. May I have your attention, please? The show starts in 10.